In den Synagogen wurde der verzierte Gesang des Bel Canto bis ins 20. Jahrhundert bewahrt. Spuren der Technik Rossinis und Bellinis finden sich im Gesang vieler Sänger jüdischer Herkunft. Manche sprechen von einem inneren Klagen, einer Stimme, die leidberührt ist. Der Tenor John Pierce sagte einmal: Ob ich von meiner Liebe zu Gott oder zu einer schönen Frau singe, ist egal. In beiden Fällen ist es Liebe. His voice starts where other tenor voices finish. It was a very special voice, there's no question about it. And you can always hear at the end of Una furtiva lagrima, he sings a cadenza at the end and interpolates, nobody else does it, but a trill, a very, very effective trill. If you have recordings of him singing the postillion from Longjumeau, at the last few phrases, he decorates with some very florid turns and a quick trill. He is able to employ cantorial technique to things where normally it wouldn't be used, because a normal tenor wouldn't even think that way. It's not a case of he couldn't do it. He wouldn't think that way. Natürlich auch was Psychologisches darin. Das Oper heißt, du kannst mal herausschlüpfen aus deinem Kleid, nicht? Du kannst ein ganz anderer sein, was du eigentlich mal sein möchtest oder so etwas. Du kannst dich verändern. Für einen Mann, der 1,50 Meter groß war, war es sehr schwer, an die Oper zu kommen und noch schwerer zum Film. Aber Josef Schmidt setzte sich durch. Er wurde von Cornelius Bronsgest zum Radio geholt und errang schon seine ersten Erfolge. Dann kam Richard Oswald, der Altmeister des deutschen Filmes, der unbedingt mit ihm einen Film machen wollte. Es war sehr schwer für den kleinen Mann eine Story zu finden, aber wir fanden sie, mein Mitarbeiter Heinz Goldberg und meine Wenigkeit. Aber die Entstehung des heute schon historischen Filmes Ein Lied geht um die Welt fiel in eine Schicksalsstunde Deutschlands. Es war der 27. Februar 1933, der Reichstag brannte. Una ferita al cuore, che non la posso più guarire. E sono da chiedere mio amore, che mi farà morire. Gli occhi che non posso scordare, e quei bei viso, che farà un angioletto sognare, della più guarire, e sono io chi del mio amore, che mi farà. Thank you.
hatte eben eine besondere Liebe für die Musik auch, die eben durch sein Singen strahlte. Und es war eben sein einziges, wo er zu Hause war, nicht? Das andere waren, da haben mit zu den anderen Dingen hat er überall Angst gehabt. Der angefangen alles scheußlich und von ihnen scheußlich und er hat es so schwer gehabt im Leben. Und im Gesang hat er es gut gehabt.